Die Stage Time Company öffnet ihre Tore und lädt in ihre Trainingshalle ein. Heute wird getanzt. Es ist ein sehr spezieller Anlass, denn meine Mutter, die ebenfalls im Vorstand ist, hat gemeint, sie möchte ihren Geburtstag feiern, sie möchte unsere neue Gründung feiern und sie hat gemeint, das sollten wir gleich für die Öffentlichkeit machen. Hat heute unser Geld zur Verfügung gestellt, damit wir die Halle anmieten können und ja, deshalb kommen die Leute zusammen, wir haben die Leute eingeladen, wir wollen herzeigen, okay, wir sind jetzt da, das sind wir und haben ein paar neue Programme vorbereitet, auch von den Stilen her und ich freue mich schon recht auf den Auftritt. Denn dieser ist der erste als eigenständiger Verein, der vor kurzem gegründet wurde. Außerdem kann man die Crew auch jederzeit buchen. Buchen kann man uns immer, das ist gerne, also für Pausenprogramm, für Ball, für Weihnachtsfeier, für eine Firma, das ist alles kein Problem. Das Beste ist eigentlich der Kontakt über Instagram, über Facebook. Da kann man uns eigentlich ziemlich schnell erreichen. Und wir können jedes Programm eigentlich individuell zuschneiden. Wenn jetzt jemand 5 Minuten braucht, braucht er nur 1 Minuten, braucht er 10 Minuten, braucht er mehrmals 5 Minuten, das haben wir alles schon irgendwie gemacht. Und auch das Rahmenprogramm, also wir schneiden unsere Musik selber und so weiter, das ist mehr oder weniger alles inklusive. Wir haben nicht so viele Veranstaltungen in nächster Zeit geplant, aber gleich nächste Woche, am 3. August, sind wir in Walsee beim Wassersportzentrum. Da werden wir denselben Auftritt wie heute eigentlich machen, weil man in einer Woche natürlich nicht ein 10-Minuten-Programm nicht planen kann. Also wer es heute verpasst, sozusagen, in der Unionshalle, kann am 3. uns in Walsee sehen. Und danach könnte es sein, dass wir uns schon ein bisschen vorbereiten auf nächstes Jahr, weil wir vorhaben auf sehr viele Meisterschaften zum Fahren und da muss man natürlich vorbereitet sein. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, mit welchen freshen Moves die Stage Time Company in Zukunft noch punkten wird.